draußen nach dem Berlin und wir sind hier auf dem MSI-Stand. Und natürlich wird hier auch das MSI Wind U100 Netbook vorgestellt. Hands-on-Videos, Reviews davon findet ihr auf msiwind.de. Also da ist, denke ich mal, schon genug drüber erzählt worden. Ein MSI Wind U90 haben wir leider nicht gesehen hier. Das wäre die 8.9-inch Display-Variante. Leider nicht von MSI hier auf der IFA. Aber was sie hier auf der IFA haben, ist der Wind-PC. Also ein Desktop-PC, der im Gegensatz zum MSI Wind Netbook Atom 230 beinhaltet. Also zwar auch mit 1,6 GHz getaktet wie das MSI Wind. Aber in diesem Falle verbraucht dieser Prozessor etwa 1,5 Watt mehr, also mit 4 Watt Leistung liegen wir da etwa. Das System kommt meines Wissens damit mit 80 GB Festplatte, hat ein SUSE Linux Enterprise Desktop Edition 10 installiert und liegt preislich das ganze System, ich meine so um die 260, 270 Euro im Moment, ist kaufbar, also das könnt ihr euch schnappen. Was mich ein bisschen verwundert ist, das sind alle sehr, sehr kleine Plattformen. MSI hat das System in Gehäuse reingepackt, was in der Größe bestimmt schon 5-6 Jahre auf dem Markt verfügbar ist. Also hier ist, denke ich mal, noch ein bisschen Raum für Verbesserungen. Man kann ein bisschen kleiner machen. Und man sieht es zum Beispiel an der E-Box, um jetzt mal den schnellsten Konkurrenten zu nennen. Nichtsdestotrotz, das System ist verfügbar, verbraucht wenig Strom, ist günstig, hat einen SUSE Desktop, hat einen SUSE Linux drauf und wird sicherlich den Markt in diesem Preissegment, also unter 300 Euro für ein Desktop-System, ein bisschen in Bewegung halten. Das war Sascha von der IFA 2008 in Berlin. Das ist der MSI-Stand, der Wind-PC und das MSI Wind U100.